Herzlich willkommen zurück, Leute. Handshowdown mit dem Wurm. Hallo, Bob. Was bist du denn für ein Vogel, ey? Hä, wieso? Ich bin ein Cowboy. Krass, schau mal meine Waffen. Ich hab einen Kettenrevolver. Oh, krass, ey. Was? Ja, beeindruckend. Mit Kopf, was sagst du? Echt? Wo denn? Ja, da im Supermarkt, da hinten. Da hinten. Da vorne rechts, da steht da. Der Kundran, der verkauft Kundran, die. Kundran, ja. Der Munition-Kundran, du nennt man ihn. Ja. Der Munikunde. Der Munikunde, genau. die Spindel ist wieder da, gell? Ja, auf der neuen Map, also auf der neueren neue Map. Ja. Oh Gott. Haben schon mal gegen die Spindel gekämpft? Ich hab schon mal gegen eine Spindel gekämpft, ja. Ich hab zugeschaut. Ja? Es war aber auch unheimlich genug. Ja. Hat mir gereicht. Okay. So, warte mal. Was ist das für ein schönes Fort? Das ist aber. Bist du die 300 oder 2? Was ist das für ein Alibaba? Der hat Weihnachtsmütze auf den Elf. Oh, das ist aber. Und du hast ihn gekillt, den Elf. Schau dir die Schuhe an. Ja, wie. Das ist ja, okay, das ist lustig. Kleine Weihnachtself. Achtung, Weihnachtszombel hast du gekillt. Erster Hinweis ist schon direkt hier bei uns in der Nähe. Boah, was ein schönes Haus. Ist echt hübsch, ja. Schau da. Da hat sogar, wenn das Feuer angemacht, da brennt der Rauchfang. Moment. Hallo, Scheiße. Vorne. Ja, wir das beim ist direkt Baden, da. Immer. Machen wir den nass? Ja. Nee, bist wahnsinnig? Ich wollte jetzt nicht nass. Der macht uns nass. Ja, dann dodge ihn mal. Schau mal, was ist. Wo bist du da? Was ist ein kleines Backsteinhaus? Da hinter mir kommt ein Brecher. Oh Gott. Komm zu mir? Ja. Wow. Das ist unheimlich. Achso, du hast da dein. Ich sehe was. So, du hast eine Laterne mit. Kommst du gerade vom St. Martin oder wie? Juckt ihn aber nicht. Hat er. Oh, doch, ist ganz recht. Das ist ihm nicht recht, er regt sich ein bisschen auf. Aha, aber er weiß ja nicht. Theoretisch dürfte er uns ja gar nicht angreifen können, weil ja. Nee, weil er. Weil er weiß ja nicht, von wo das Feuer geworfen geschossen wurde. Moment, hast du gerade geschrien? Ich hab einen abgestochen. Achso, ich dachte. Oh, er ist ganz. Oh, er ist. Er rennt einfach. Oh, das ist ja krass. Er rennt wirklich einfach straight durch die Gegend. Wo das Feuer ist, oder wie? Nee, er weiß nicht wohin. Ja, eben. Kann er jetzt mal verbrennen? Oh ne, er ist nur angekommen. Es ist ihm egal, dass du mich das Ding auch scheiße geworfen. Es ist ihm wurscht. Hallo, jetzt mach was. Ja, lenk ihn mal ab. Soll ich hüpfen? Ja, ich wie schnell. Ruf mal. Hallo, Madmann. Angst, dass da wer ist. Madel. Was machst du jetzt? Ich wollte so eine Made abstechen, aber das ist leider nicht möglich. Warte, ich hol das. Komm nicht zu ihm laufen, komm zu mir. Noch ein Badmann, komm zu mir! Der Badmann! Er wird dich! Ich bin vergiftet! Das war schrecklich nie wieder! Da waren zwei, die Fucker! Ich hab mich so geopfert für. Ich bin vom Dings weggelaufen und die Madmann rein. Direkt Leute, eine Leben im Gesicht. Ich hoffe, ihr habt Bock auf eine runde Hand. Aber ich hab mich geopfert fürs Team. Du hast dich nicht geopfert, du lebst doch. Ja, schon, aber ich hab mein Leben hergegeben. Dich hast jetzt du auch nicht? Hier. Klar, ich hab Leben verloren. Da ist ein Elf. Da ist ein Kollege auf der Gleise. So. Geht's aber los hier. Das ist schon schick. Ich mag hier. Das ist schon schick, kleine. Nein, das ist schon schick. Also hier mit dem Zug und so. Ja. Hau mal ab. Ja, hier. Ja, so. Guck mal, selbst der Zug ist geschmückt. Der ist schon wie weihnachtlich. Da haben sie sich aber Mühe gegeben. Ich find's echt lieb, ein liebes Feature. Ja. Weil, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel, dass das. Weißt du, ein Spiel, wo halt nicht so viele Leute spielen. Ich weiß nicht, wie viele spielen. Aber daran denke ich mir immer so, ja gut. Da ist das Wenigste, was ich mache, aber nein. Der wurde rumgewichtelt. Wir müssen die große Treppe hoch. Übrigens der Spindel, gell? Und das schaut aus wie so ein Spindelgebäude, übrigens, wo wir hier gerade sind. Finde ich. Das könnte auch ein Spindelgebäude sein. Oh Gott, Achtung, von hier kann man echt gut sehen. Ja, da kann man richtig aufs Maul kriegen. Gesehen werden. Ja, genau. Brecher oben am Hinweis, aber den machen wir. Hey Mama! Digi! Sehr gut. Bist du mit? Ja. Der war auch laut. Ging. Lass mal hier runter, oder? Oder ein bisschen gucken. War das ein Schuss? Ne, das war das Brett, ne? Ne, das war dieses blöde. Okay, lass hier runter. Ja. Boah, ich hab Angst.
Ja, hier bist du auch oben. Präsentiert, Teller. Richtig. Und auch keine Deckung weit und breit. Also doch schon überall so ein kleiner Hänger, aber. Das US Post Office ist da. Schau, ja, allgemein auf der Bahnhof ist echt gut. Das hat offen. Ist aber die Location ist echt hübsch. Und so detailreich. Wir waren hier schon mal. Hier waren wir die Angreifer. Da haben wir von hier nach da oben angegriffen. Das war unsere letzte Runde. Ah, ja, ich erinnere mich, ja. Die war geil. Die war richtig Wilder Westen. Da ist er irgendwo. Okay. Ja. Oh, ein Schuss. Ich höre doch was aus SE. Zu Weihnachten. Wird da nicht rumgeballert, also so kurz nach, meine ich zumindest. Oh, Hunde hinter uns, da müssen wir aufpassen. Ja. Lass uns den Hinweis noch mitnehmen hier. Das ist direkt in der Hütte vor uns, dann wissen wir alles. Okay. Da, wo die Schüsse waren, gehe ich davon aus, dass die Spinne war. Weil es so viele waren? Weil es auch von der Map her passt. Okay. Ich hab ihn. Ja. Hast du jetzt alle Hinweise? Jetzt haben wir alle. Ah, wirklich? Haben wir schon drei? Hund auf der Straße. Okay, ganz am Map-Rand. Okay. Kommt das hin, wo wir die Schüsse können? Okay. Dann aber. Geht's los. Ho. Oh. Das singen sie wirklich immer. Nice. Lass mal hier rüberklettern. Das ist ganz gut. Ich finde das schön, dass sich Crytek so Mühe gibt, ja. Die müssten jetzt noch wen haben, der ihre Engine optimiert. Die Cry-Engine ist, finde ich, eine der schönsten, wenn du auf Ultra stellen kannst. Aber eine der Performance-fressendsten. Ja, irgendwo geht das Ganze Hand in Hand. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch Optimierungsmöglichkeiten existieren. Ja. Stell dir halt so ein Spiel, stell dir mal ein PUBG mit der Grafik vor. Also jetzt nicht bei mir im Video, also ich spiele auf Low mit. PUBG sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, aber das hier, so, wenn du so durch den Wald läufst, aber das Spiel ist schon. Ja, aber ich meine, also ich habe meine Grafik, glaube ich, nicht auf Max. Ja, ich habe meine auf Low Medium, also meins sieht auch nicht schön aus, aber ich weiß wie es auf Ultra aussieht. Ja, ich meine, ich finde, was finde ich schön? Wir spielen schöne Spiele zur Zeit. Wirklich schöne Spiele. Weiß es gar nicht, ich habe gar keinen Grafisch Kopf. Grafisch aufwendiges Spiel momentan. Also wirklich seine Grafikwucht. Ja, gut, God of War war ganz schön, aber es ist jetzt mal nicht. Ja, aber ein Singleplayer-Spiel oder ein Story-Scripted-Game kann auch immer viel mit fotorealistischen Sachen arbeiten, weißt du? Genau, ja, das stimmt schon. Links ist auf jeden Fall ein Flussmonster, schnell durch. Ich seh's. Hier ist ein Tag, der Zombie. Nee, siehst Pferd. Du den? Lass mal das Pferd nicht aggro machen, wenn möglich. Die haben die gerade die Hunde aggro gemacht, das gehört. Ja, die ballern hier auch drin rum. Das ist das Haus, wir sind davor. Aber da schreit doch. Aber denk dran, das werden auch alle anderen Leute irgendwie mitkriegen, ne? Die ballern ja schon seit einer Stunde. Ja. Was ist mit dem Turm hier? Geh mal rein ins Türmerle und jagen einen Feldhasen. Warte doch mal unten, falls ich hier oben erschossen werde. Kein Ding. Okay, gut. Hätte ja sein können, dass hier oben einer ist. Nicht, dass wir beide hoch. Kletter hoch, die Hunde sind aggro auf dich. Mich? Ja, die sind zumindest unter dem Turm. Okay, das große Haus ist da hinten Süden. Das ist das Haus. Da kommen die Schüsse raus. Ja, das ist das Haus, um das es geht. Angst, dass eine Kugel deinen Kopf jagt und dann durch mich auch geht. Ich sehe auch die Spinne in dem Haus, da die lebt also noch. Wir müssten zu die. Siehst du das graue Haus da rechts mit dem Übergang? Ich sehe ein graues Haus. Ja, das da müssten wir eigentlich hinkommen. Alter, ich hab da mal einen Raben. Ich kletter runter. Moment, wir müssen los. Die machen die Spiele fertig. Ja. Das ist unser Moment. Ich werde einen Hund kriegen, den anderen nicht. Doch, ich hab beide. Okay, ich loote noch. Ist aber nicht so wild. Ach du, Raben rechts. Ja. Wir sollten vielleicht nicht aufschauen. Ja. Okay, ist zu spät. Zu spät, sorry. Okay, egal. Dann los. Ich glaub, das haben die auch nicht gehört. Die sind mit der Spiele im Oder. Naja, oder ja, selbst wenn die beiden es nicht gehört haben. Andere haben es gehört. Ja, ich weiß, was du meinst. Hier sind so viele Wälder noch. Die haben auch aufgehört zu schießen. Ich kann auch Zufall sein, aber. Jetzt schießen sie wieder. Schießen wir müssen hier hoch, in das graue Ding. Meinst du, wir kommen durch das Fenster da? Das rote? Kommen wir nicht. Das ist eine. Kommst du rein? Ich komme jetzt rein. Links rein gleich, gell? Mach zu. Bilder dabei. Holy shit. Ja, Schüsse hinter uns, das sind nicht dieselben. Das hier ist ein unglaublich gutes Haus, Kapuze. Bleiben.
Ich habe Angst, dass die raufkommen. Das hier, das Haus ist super. Mach unten Bärenfallen hin, oder? Ich habe keine Bärenfallen. Die liegen unten. Warte, ich hab schon gehört. Soll ich? Warte. Ich lege hier erst eine Falle. Ich habe eine. Die lege ich an die erste Tür, wo wir reingekommen sind. Soll ich die andere? Das war ich. Balu, du schießt Nee, ich habe einmal geschossen, aus Versehen. Stacheldraht aber hier hin, würde ich sagen. Im Durchgang. Hier. Also hier, okay. Ja. Die große Tür hören wir dann einfach. Hast du es geschafft? Hast du Damage bekommen? Und jetzt. Achtung. Ja, Stacheldraht ist da. Perfekt. Okay. Jetzt kannst du hochkommen. Oh, da ist weggeschlafen. Da ist weggeschlafen. Hast du gehört? Da, Alter, ist das spannend. Also es sind mehrere Gegner. Ich liebe Hand. Welche sind Süden, Südwest? Die sehe ich aber nicht. Da blendet mich die Sonne im Spiel. Und irgendeiner muss gerade an der Spinne gestorben sein. Das Haus mit, wo die Spinne wegen. Ja, das ist die hier offen. Genau. Da muss einer down gegangen sein. Der einer muss gegen die Spinne verloren haben. Ja. Achso, glaubst du? Oder ja, ich meine, weil die anderen Schüsse waren von rechts. Die waren noch gar nicht da. Ich habe aber trotzdem Angst, dass dort wer ist. Wir sollen noch warten. Was ich ganz geil finde, ist, dass wir jetzt eigentlich zu unten super secure sind. Ja, außer die große Tür, ne? Da war da noch eine. Ja, das große Haupttor ist jetzt noch. Aber das hören wir ja. Geh echt gut eigentlich zu dem Haus hin. Ja, und wir haben einen unglaublich guten Ort, würde ich sagen. Echt gut, ja gut. Wir können auch gut geschossen werden. Aber wir können auch wirklich gut aufheben, eigentlich auch wieder. Ich versuche die Gegner irgendwie im Südwesten zu spotten, aber es ist ein echt blödes Sonnenlicht gerade. Nach Osten. Warte mal, wie schaut eigentlich auf der Map? Von da kann eigentlich gar keiner kommen, außer er schnickt ums Haus rum. Die Spinne wird nicht mehr beschossen, sehr... Sehr wahrscheinlich, weil entweder einer down gegangen ist oder beide. Oder war nur einer drin? Das Ding ist, ich glaube. Dann gehen wir auch, wäre nicht gut. Nee, es sind ja auf jeden Fall noch welche im Süden. Die haben ja die ganze Zeit rumgeballert. Komm mal hinten raus. Warte, wie. Damals, was war das? Oh, Dacheldraht, oder? Ja, das ist aber. Pass auf, nicht drüber gehen! Da, ich sehe nicht. Da ist Stacheldraht, das geht. Ja, ich auch nicht. Hier, darf sich drüber gehen. Okay, okay. Geh außen rum. Weil ich bin einfach nur drüber gegangen und das hat sich durch die Wand gebuggt. Ja, ja, okay. Okay, da sind wir die Schüsse aus Süden. Hör sie, ja. Ich hab hier ein Fenster, soll ich es aufmachen? Nach hinten? Ja, kannst du ja wieder zumachen. Angst, das muss halt. Das sind die Schüsse nach Süden. Ich glaube, bei der Spinne selbst ist keiner mehr drin. Ich glaube, die sind gestorben. Oder kann er. Sein. Kann sein. Die, auf jeden Fall hat die Spinne nicht. Aber viel, ne? Der aus Süden schießt halt rum. Ja. Aber auf. Ich habe ihn jetzt einmal gesehen. Wo? Ja, wirklich Südwest, relativ weit hinten. Da ist ein Fenster. Mach's mal auf. Du musst. Ja, er ist eher zwischen uns beiden. Ganz hinten am Rand der Sonne. Es sind zwei. Ich sehe beide, die Sonne kommen jetzt langsam. Ja, ja, genau, die Sonne blendet extrem. Die kommen jetzt aber hier zu uns auf die Straße. Guck bei mir aus dem Fenster mit raus. Und dann Richtung 210. Hinter dem Zaun, da läuft er. Ja, ich stehe direkt hinter dir. Du musst den haben. Oder ja, ich warte, bis ich einen Schuss hab. Oh, shit. Ich würde es versuchen. Hab verfehlt. Direkt am Zaun, direkt 210 am Zaun, erster Zaun. Die zwei Zäune, da ist eine Straße dazwischen. Ja, hinter der Straße. Hinter der Straße, ja, ich seh's. Ich seh, warte, ich hab ihn einmal getroffen. Du wurdest auch getroffen, weit rechts oder weit links? Links, die ducken sich, ja, ich kann's halt nicht sagen. Von dir aus rechts oder links? Eher rechts. Nee. Ach, warte mal. Ah ja, du siehst ihn von dem Fenster besser, Dalo. Ja, ein bisschen. Sehen halt nicht. Wenn ich ihn sehen würde, wäre einfach. Da hinten ist er. Ja. Boy, das war so komplett. Ja, wenn ich ihn sehen würde, würde ich halt auch schießen können. Ja, also der Ding hat mir echt gut gegeben. Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Gib mir eine Zahl. Ich seh'n! 210! Am linken Stück von. Hast du ihn gesehen? Ja, einen habe ich gesehen, es sind zwei. Ja, genau, es sind zwei. Aber kann unten rein. Doch, da kommt er rauf! Ich hör doch auf dem Blech! Ich bin auf dem Blech, ich bin auf dem Dach, weil ich ihn nicht sehen konnte. Ja, das bist du. Und jetzt wieder drin. Ja. Kein Stacheldraht mehr? Da, ich bin außen rum gelaufen. Danke, Noah. Moment, ich sehe sie nicht mehr.
Hab einen getroffen. Ich weiß nicht, ob down. Könnte ein Headshot gewesen sein. Ich bin aber nicht schreien gehört. Weißt du wo? Auf 210, ja. Grüß auf mich. Das war. Moment, der hat mit der Armbrust, glaube ich, geschossen. Sehe nichts. Die scheiß Sonne. Da, er läuft, glaube ich, gerade hin. Wohin? Zum Aufheben, glaube ich. Immer noch 240, 250. Ich bin an den großen Dingern halt. 210 für dich. Ja, ihr hebt ihn gerade auf. Er hat kassiert. Hinter diesen Stapeln, Kisten oder ja, was auch immer das sind. Ja, das ist. Sind beide hinter dem großen. Ja. Hinter dem Baum. Mhm. Da, Ja, ich bin dran. Also ich ziele. Hab wieder eingetroffen. Ich weiß gehört. Ob down. War der down. Ich glaube, der war down, Dalu. Er liegt, glaube ich, da, ja. Kann aber halt aufgehoben werden. Immer noch hinter dem Ding? Ja. Ja, dahinter. Bei dem. Dazwischen. Hab ihn auch getroffen, ich weiß nicht, ob down. Nee, ich hab ihn. Nee, beweg dich, Boy. Links jetzt läuft nicht, einer läuft das links weg, Hier hinterm Zaun, links hinterm Zaun. Hat jetzt Molly geworfen. Genau da. Und dahinter auch noch einer, immer noch dazwischen. Ja. Riskinix. Ja, ich wollte wieder, ich komme wieder zurück, da war ein Hive. Ich komme wieder zurück. Okay, komm bei. Immer noch links und einer rechts. Nimmt sich. Ja. Lauf jetzt ganz links weg, Dalu. Auf der Straße. Lauf jetzt links weg, 180. Ja, hab ihn einmal getroffen. Das war der. Ich hab den aber einmal gehittet. Okay, das war der. Aber der wird immer noch leben. Ja, das war nur einer. Der andere muss weiter rechts davon gewesen sein. Schießt aber immer noch auf uns. Er weiter rechts schießt auf uns. Ein anderer? Ja, es sind ja zwei. Einer ist links durch die Straße gerannt, einer ist weiter rechts. Ich dachte, es ist jetzt noch ein anderer. Ich glaube, der lenkt nur ab. Kann sein. Ich glaube, der schießt einfach nur irgendwo hin. Umgehen oder was? Das könnte ich mir vorstellen, ja. Ich gehe mal ganz schnell gucken, wie viel AP die Spinne hat. Also einfach nur vom. Ja, rein. Ein HP. Ja. Ja, wenn wir die killen, das ist nicht gut. Ich meine, gut, wir könnten es banishen, ich glaube nicht, dass es gut wäre. Herr Bulse, drück mir die Daumen. Was? Willst du sie killen? Habe ich. Krass. Ich habe sie aber nur gekillt. Ich banische nicht, ne? Oder doch? Banische. Okay. Dann müssen wir dort warten, ne? Ich sehe die nicht mehr. Dalu, soll ich zu dir kommen? Ja, übers Dach. Soll ich wirklich? Ja, übers Dach. Ja, dann wir geben unsere Deckung mal her. Ja, wir haben noch eine Deckung hier. Ich renne übers Dach, ja. Pass auf, ich habe Angst, dass ich abgeschossen werde. Hier liegen ganz viele Tote. Okay, bin drin. Kannst alle looten. Hier liegen drei Tote. Oh Gott, ist es da. In dem Haus hätte ich zum Schreien begonnen wie ein kleines Mädchen. Naja, ich sehe es. Sag, wenn du die gelootet hast, dann lege ich deine Bärenfalle hin. Habe ich gelootet, ja. Bärenfalle liegt. Ja. Wie viele Eingänge gibt's hier hoch? Dach. Ich sehe die Treppe. Bei mir ist noch eine Treppe. Und das Dach. Hast du. Wo hast du die. Oh, du hast die Bärenfalle hochgelegt. Genau. Okay. Da kommt dann nicht weiter. Okay. Also ich sehe auch nur. Eins. Dach. Und ne? Also da gibt's noch eine Treppe. Ich komm wieder hoch, ja. Die könnten schon in der Nähe sein. Könnten, wo wir waren. Boah, ich gehe gerade auf Knochen. Ah. Ich ziehe zum Haus rüber. Ja, dann ist die Treppe hinter dir ungedeckt. Oh, ich dachte, okay. Ja, ich bin. Ich kann auch die Treppe machen, aber ich sehe das halt Dach hören wir doch wahrscheinlicher, oder? Du kannst doch nicht das über das Metall sneaken. Ja. Soll ich runtergehen? Nee. Nee, unten ist so viel verwinkelter Kram. Da nochmal Stacheldraht, geil. Hab ich noch was? Nee.
Deck die Treppe. Der Revolver mit der Trommelrevolver, also der schießt der schnell, wirklich? Ja, du darfst aber nicht anvisieren. Also du und musst ihn so aus der Hüfte schießen. Okay. Das musst du vielleicht ein-, zweimal üben. Dann kannst du irgendwie die Taste gedrückt halten, glaube ich. Beim Anvisieren schießt du einzeln. Okay. Weil dann bleibe ich hier und auf die Entfernung ist wahrscheinlich besser, ne? Machen wir nicht denselben Fehler? Wegen dem Ausgang. Ja, aber wir haben dann wenigstens den Wallhack. Ja, das hatten wir aber letztes auch und sind dann gestorben. Wir müssen das Ding ja nicht looten. Nee, klar. Aber wäre besser, wenn... Wenn du das Bounty aufhebst, auch beim einen Bounty aufheben, sieht man das, oder? Ja. Und nicht aufheben, da? Oder? Nee, ich hab noch nicht. Warten die drauf, dass wir es aufheben vielleicht? Ja, wenn, wenn wir das aufheben, dann geben wir unsere Position ja quasi preis. Ja, es gibt keinen Grund für die wegzurennen. Was wir machen können, ist, wir können sie einmal versuchen zu baiten, indem nur ich das Ding aufhebe. Ja, damit, und dann war... Was? Ich gehe ein bisschen. Bleib jetzt stehen. Ob ich vielleicht auch. Ja, ja, ist okay. Das klang so wie ein... Sie sind da. Ich weiß nur nicht, auf von dich? Wo. Ich habe einen Schuss hier drin gehört. Aufheben? Okay, heb auf und guck, ja. Okay, warte. Ich glaube, der Schuss kam einfach nur von draußen ins Haus rein. 315. Weit weg? Weit weg, sehr weit weg. Moment, also aber wirklich. Ich bin mir sicher, dass der Schuss aus Süden kam. Okay. Ja, ich sehe immer noch 330. Weit weg. Also wirklich, kleiner habe ich die Markierung noch nie gesehen. Echt weit weg. Ich glaube, der Schuss kam aus Süden. Pass auf, dann gehe ich da rüber und schau mal. Und schau mal da. Ja, Süden, 180, 195, auch einer. Einer habe ich noch. Jeweils einer? Nee, ich glaube drüben. Aber waren zwei, wenn ich mich nicht alles täusche. 315 waren zwei und Süden war einer. Ich habe nur noch sechs Sekunden. Ja, zwei. Nord 315 sind hundertprozentig zwei Leute. Und die kommen jetzt auch näher. Dann warten wir auf die. Die wissen zwar, wo du bist, aber nicht, wo ich bin. Ja. Die denken vielleicht, weil die beiden kennen uns ja noch nicht, dass du alleine bist. Nee, dass du alleine bist. Ja, ja, ich weiß. Warte, soll ich nochmal schauen? Ich hab halt noch. Ja, okay, dann nehme ich das zum Entkommen. Soll ich? Ja, guck. Nee, 330, sie sind näher gekommen, aber nicht viel näher. Also es ist immer noch recht klein. Also mit einer Handfeuerwaffe würdest du nicht treffen. Ich habe nur noch 4 Sekunden an für das Ding. Ich würde gerne wissen, wo der andere ist. Er war im Süden hinter uns, ne? War das kein? Nee. Sollen wir warten? War das auf dich? Nee, ich hab geschossen. Ja, das waren ja. Das sind sogar auch zwei, glaube ich. Ja, ja. Das sind unsere beiden Kollegen. Pass auf. Ja. Hier, wir können das nämlich eh aufheben, bis die da sind. Trotzdem.
Das ging durch die Wand. Immer noch 315, 330, immer noch selbe Entfernung circa. Die müssten einen Spot haben, wo die auf unser Haus schauen. Und warten, bis wir rausgehen. Oh, ein Fenster raus, guckt hier. Wir sollten es halt aussitzen. sagst ja. du, ja? Ja. Von mir aus. Ich weiß aber nicht wo. Sie sind glaube ich, irgendwo oben. Es könnte die Höhe sein, wo wir vorher drin waren. In der Hütte? Es könnte dort sein, aber ich glaube eher noch dahinter. Weil das wäre zu nah. Sie können auch natürlich in dem Haus ganz hinten im Eck sitzen damit und weiß nicht. Vor allem drückst E und es ploppt erst immer so eine Sekunde später auf. Das heißt, das Ding ist echt schnell aufgebraucht. Puh, das müssen wir jetzt gut runterspielen. Das sind ja noch 4 Gegner. Ah. Du gehst gerade, oder? Ja. Ich habe halt nur noch 3 Sekunden. Ne? Oh, hassig ist, dass man sich nicht genau bewegen kann. Wie meinst du? Ja, ich will durch einen bestimmten Pixel zielen, weil ich ihn sehe. Aber wenn ich nach links drücke, laufe ich zu weit nach links. Laufe ich nach rechts, laufe ich zu weit nach rechts. Ja. Okay, ich weiß, was du meinst. Soll ich nochmal schauen? Ich sehe den, also... Aus Süden, die hast du ja gesehen, oder? Ich sehe ihn sogar manchmal noch. Also du weißt noch circa wie weit? Ja. Soll ich nochmal schauen bei den anderen? Mhm. Ich sehe sie nicht mehr. Es ist aufgebraucht. Ja, ich habe nichts mehr. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Jetzt ist die Frage, wie lange haben wir noch Zeit? Circa eine halbe Stunde. Die Map endet ja immer nach einer Stunde. Ja. Der beste Weg zum Entkommen. Ja, hinter uns, ne? Werden die auch wissen. Bradley und Craven Brickworks dahinter. Darunter. Ach, ich wurde angeschossen. Fuck, ja, das. Wieso kann ich nur. Es wirkt so ein bisschen so, als wenn ich wie in Fortnite in Blöcken laufe und nicht. Yeah. Warum kann ich dazwischen nicht hin? Das ist halb so wild. Sind auf jeden Fall 2. Den einen habe ich gesehen, der andere hat mich von der Seite angeschossen. Wie viel Leben hast du noch? Ja, bin wieder voll. Also easy. Hast du noch auf was zu teilen? 2 Medikits. Vitality Shot, nichts mehr? Nee, der ist schon am Anfang weg. Okay. Ich bin gerade unter dir, also keine Sorge. Ja. Komm, wann werdet ihr nervös? Wollen wir das jetzt wirklich aussitzen? Ich würde auf jeden Fall noch warten. Okay. Wir haben ja noch 30 Minuten Zeit, bis die Map endet. Das bin ich, ob du das ja, geschossen hast. Ja, ne. Haben sie gesehen, dass du es bist. Du läufst? Ja, ich schau wieder beim Fenster vorsichtig raus. Du läufst? Ja. Oh, shoot! Holy shit! Das war ein Schuss auf mich. Hab ich gehört. Hab ich gesehen. Aber. Hallo, die sind 15:30 jetzt. Ich hab das eine Schloch gesehen. 15:30 irgendwo. Ja, 15:30. Jetzt könnt ihr vielleicht sogar stürmen. Ich deck wieder die Treppe. Ja? 15:30 war das sowas.
Wir müssen hoffen, dass sich unsere Gegner beide sehen, also beide Teams. Ja. Weil wenn sie uns nicht tun, sie sind all eyes on us. Well. Sie müssen mittlerweile davon ausgehen, dass du alleine bist. Ja, das denke ich auch. Das heißt, theoretisch würde ich überlegen, zu stürmen. So, einer genau, gegen zwei. Genau, bis sie rankommen und dann hebst du auf. Und dann haben wir ein Advantage, genau. Das ist eigentlich der Plan. Sie rushen, denken sich, es ist nur einer, den kriegen wir. Ah, jetzt war schon näher dran. Ja. Das war ein Molotov. Ja, ja, die haben die Hunde weggeschossen. Ja, okay. Also es könnte sein, dass sie jetzt umrücken werden, ne? Wollten auf jeden Fall näher ran damit, ja. Scheiß Sonne blendet. Aber die Hunde waren relativ nah an unserem Haus. Ja. Also ich muss jetzt drauf, also wenn ich mit der Waffe schieße, draufbleiben. Links gedrückt halten. Ja, das Problem ist, ich würde es einmal versuchen. Drück einfach die ganze Links, das geht ja, muss ja auch gehen. Ich glaube, sie kommen näher. Was spannend. Ja, manchmal muss man halt auch warten, ne? Absolut. Ich finde, du hast halt nur, du hast halt nur eine Chance. Genau. Diese Spannung ist genau das, was du im Befordern in diesem Ausmaß jetzt nicht hast, ne? Das hast du auch stärker bei dem PUBG, finde ich, diese Spannung. So, oh, wann passiert was? Das gehört irgendwie zum Spiel so dazu. Dieses Ausharren und so. Ich sehe sie leider ja nicht mehr. Ich könnte aus dem Fenster schauen und. Ich meine, wenn die schießen, dann verraten sie ihre Position. Aber im Notfall treffen sie auch mich. Soll ich es riskieren? Ist schwer. Wenn die dich sehen können, dann kann ich dich nicht aufheben. Wenn ich down wäre, würden sie sofort pushen. Die würden aber sehen, dass du das Bounty nicht verlierst. Wenn du down gehst. Ich glaube, sie sind sich so sicher, dass sie einen Fehler machen würden. Einfach loslaufen würden. Wait. Ja, Hunde, close. Ja, 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 da muss ich hören. Komm näher. Wir sind um unserem Haus. Hör ich das? Steps? Ja. Ich gehe wieder. Du gehst. Ja, ich gehe auch, aber ich habe auch was gehört. Hallo, die kommen. Hallo, ich höre sie. Ich bewege mich jetzt nicht mehr. Oh, es wird spannend. Peps. Oder ist ein Zombie? Also einmal ist es der dicke Mattman, der hier rumläuft. Das könnte sein. Mehr Geräusche. Ich glaube, ich höre auf meiner Seite vom Haus Steps. Boah, ich kenne so lange haben wir auch noch nie gecampt, in Anführungszeichen, aber so lange sind wir gar nicht in einem Fleck gewesen. Das Problem ist, wir haben halt kein Duell, sondern wir haben halt viele Leute draußen. Wir haben zwei gegen uns und die sehen uns halt wie immer, wo wir sind. Wir können nicht laufen, weil wir können nur hierbleiben und warten, dass wir die killen. Wir müssen trotzdem das Laufen in Erwägung ziehen, wenn die Zeit knapp wird und wir eh nicht entkommen können, weil sterben tun wir dann eh. Ja. Ey, wir sterben? Ja, wenn du nicht aus dem Ziel kommst, glaube ich, ist es auch vorbei. Waren wir noch nie drin.
Doch, hatten wir schon mal. Wir sind sogar schon einmal nicht rausgekommen. Echt? Mhm. Was ist denn das Spiel? Dann stirbst du und fliegst einfach rum? Ja, ja, weil du es nicht zum Ausgang geschafft hast. Nee, du fliegst nicht um. Du, das Spiel beendet und dein Charakter zählt als tot. Ach so. Soll ich das Bounty langsam aufheben? Denkst du, sie sind nah genug? I don't know. Ich glaube, nah genug reicht nicht. Ich glaube, sie würden dann halt langsam reingehen. I don't know. Oder sie stehen schon wirklich bei der Tür rechts und warten immer, bis wir rausgehen. Dann ist natürlich geil, wenn du das Bounty aufhebst. Aha. Deine das Seite. Das war Norden, oder? Ja. Bist du gerade, oder? Ja. Ich laufe, ja. Ach nee, denn. Oder wollt ihr baitet. Baiten? Der eine schießt und der andere muss näher dran sein. Ja, ja. Schießt einfach nur irgendwo hin. Das haben die ja gerade schon mal gemacht, als der eine gelaufen ist. Ja, ja, ja. Noch nicht aufheben. Noch nicht aufheben. Können natürlich auch aufeinander gerade geschossen haben. Noch nicht aufheben. Die schießen jetzt extra im Norden, damit der eine Typ Süden reinkommt. Damit wir schauen, wo und dann. Mhm. Ja, genau. Glaubst du, wie Süden will er rein? Ja klar, ja, von der anderen Seite. Da gucken wir gerade hin, nach Norden. Ich glaube, er wird von meiner Seite aus reinkommen. Du, na gut, aber im Norden war das andere Team noch von dir, oder? Ja, oder sie wurden halt gerade erschossen. Ah, das glaube ich nicht. Die haben mit dem dann gar nicht zurückgeschossen, die haben sich gar nicht gewehrt. Boah, mittlerweile bin ich so fokussiert, dass ich glaube, ich sogar was übersehen würde, wenn es durchs Bild. Ja, yeah, ja, ich absolut, guck absolut, nur auf diesen einen voll. Punkt. Gut, da los, immer auf mich. Aber von wo? Sicher, der Schuss war bei mir auch ziemlich laut. Ja, ja, okay, okay. Ich hab voll den Tunnelblick gerade gehabt. Ich war wie in einer Trance. Ja, das meine ich, ja. Ja, ja. Du hast die Webcam auch noch an. Ich hab Angst, dass sie irgendwie meine Hüfte durch die Wand glitschen haben sehen und da dagegen geschossen haben oder sowas. Boah. So eine ungemütliche Runde. Ja, richtig. So, du bist die ganze Zeit fokussiert auf das Fahnenkreuz, also bei mir ist so, und hoffst, dass sich da ein Pixel bewegt. Du hoffst es nicht. Du hoffst, dass irgendwie die sterben. Das ist gut, meine Augen sind trocken. Ja, meine Hände sind schwitzig. Das ist aber auch krass, dass die so eine Ausdauer haben, ne? Dass die so ausdauernd sind. Das geht mir richtig am Arsch. Könnt ihr nicht bitte... keine Ahnung, was tun, ja? Das Spiel spielt man halt anders als andere Battle. Das ist wahr, ja, man spielt das Scheißspiel wirklich anders. Und du gewinnst auch nur so, bis einer ungeduldig wird. Wer macht den ersten Fehler? Ja, genau. Sind sie schon drin in unserem Haus oder nicht? Glaub nicht. Hätten wir die Tür gehört. Unten sind viele Eingänge. Ja, aber die Türen sind doch alle zu. Da ist ein offener Eingang. Ah, fuck. Also, gut, die kannst du auch nicht zumachen. Das hätte ich gehört. Raben? Drin Raben gehört? Kann ich nicht bestätigen. Ich glaub, das war im Süden. Ich glaube, ich war ein Raben gerade. Bin ich alles täuscht. Ja, okay. I don't know. Werde ich ungeduldig. Ich kann es nicht sagen. Gehst du als erstes auf? Keine Ahnung. Du wirst auf. Machen sie dich mürbe? Ja, es macht mich mürbe, die Scheiße. Ich mach dich mürbe. Wirklich verrückt. Ich sehe nichts mehr. Ich stehe einfach nur in diesem scheiß Eck da und schau, wann er raufkommt. Es geht um alles oder nichts, ja. Ja, Hammer. Ich kann nicht mehr, ja. Meine Augen sind trocken. Willst du dann lieber den
Was passiert jetzt? Das? Der wird angegriffen. Ja. Aus Hunde. Aus dem Fenster. Das muss schon relativ close sein. Ja. Das war nur 60, 75. Dallo, Tür auf. Dallo. Unten, ja? Oh, ich glaube so oben oder unten. Dallo, geh. Ich guck oben. Oben ist Stacheldraht geworfen worden. Dann war das, okay. Da kommen wir jetzt oben. Ja, aber gut, dann kommst du aber oben nicht rein. Richtig. Dallo, unten. Ja, ich hab, ich hab den anderen Blick. Das heißt, wir müssen beide nur die Treppen deffen. Ja. Bist du da? Ich bin an der anderen Treppe. So, du, es gibt, achso. Ich hab mich stehen und mit dem Revolver auf die. Ich hätte gerne eine Shotgun. Ja. Diese kleine Revolver, die, da, ich glaube, das ist besser als die Winfield. Ich habe schon Kapuze. Die Winfield. Ja, boy. Ja. Das heißt, sie sind, ja, erst bei mir. Und ich denk trotzdem meine. Ja. Das war nicht, das war mein Molly, er lebt noch. Sind unten im Haus. Kommt bei mir jetzt rein. Ganz sicher. Ich höre, sie kommen zu mir. Oh boy. Ich bin jetzt da stundenlang gesessen. Sie wissen auf jeden Fall, dass meine Bärenfalle da liegt. Dann probieren sie es bei mir. Ja. Dallo, 3. 2. Die kommen. Dallo. Ja, komm. Komm! Hallo? Ja, hab ihn! Pass auf, er liegt da. Halt, zieh weiter hin. Ich hab ihn verbrannt. Er kann nicht mehr aufkommen werden. Ich hab bei mir auch noch Steps gehört, glaube ich. Ja, es ist auch noch einer da. Aber der war mit einem Schuss sofort tot. Sehr gut. Und der brennt auch. Hä? Er brennt nicht mehr? Brennt nicht mehr? Ja, ist egal, zähl drauf. Wir haben noch Zeit. Wie lange? 15 Minuten oder so. Easy. Ich hab meine Treppe im Blick jetzt wieder. Du hast deine, ja? Ich hab meine. Ich seh auch da den Jutta liegen immer noch. Und er weiß, dass ich an der Dings campe. Ganz sicher weiß er das. Ich höre auf jeden Fall Steps. Könnte es jetzt spawnen, eigentlich auf ihm. Wir wissen. Dann gehe ich aber weg von der Treppe, ne? Soll ich? Ich würde es machen. Ist bei mir auf der Treppe. Könnten zwei sein. Soll ich bei mir zählen oder willst du, soll ich zu dir oder bei mir zählen? Was ist dir lieber? Bei dir. Okay, ich ziehe bei mir weiter, ja? Er ist weg. Unter mir jetzt ist einer. Wie viel? Nur einer? Verfehlt. Ist 75 außen. Close bei mir, unter meinem Haus. Okay, ich ziehe bei mir eine Treppe. Da, du waste nix. Waste nix. Ist wirklich nur der eine. Ja. Hab ihn wieder verfehlt. 90. Soll ich runtergehen? Er ist jetzt. Zieht durchs Fenster bei mir. Soll ich runtergehen? Könnte runtergehen und unten machen. Ja, ich sehe ihn nicht mehr. Sehe noch, er ist hier 105 vorm Haus. Soll ich runtergehen? Wenn du meinst, er ist hier draußen, immer noch draußen vorm Haus. Hab ihm einen Head gegeben, er lebt noch. Ist aber low. Ich bin durch die Falle draußen, ich bin Falle gelegt. Siehst du ihn noch? Hey, ich bin auch draußen jetzt mit dir. Heil mich schnell. Hab ihn! Nice. Okay. Das war das Team. Was ist mit den anderen beiden? Ja, das weiß ich auch. Hast du noch? Ich hab 5 Sekunden habe ich noch. Okay, das ist ja eh noch viel. Wo bist du? Ich bin da, wo ich mein Dude. Okay, wo ist das gewesen? Drinnen, ne? Ich komm rein, ja, wieder. Drin. Die haben viele Gänge mit dem Stacheldraht zugemacht. Ja, aber die Bärenfalle habe ich aktiviert. Ich bin direkt durchgelaufen. Da ist der Dude. Looten noch, kann ja nicht schaden. Kann ja vielleicht noch Medi drin sein. Willst du den anderen auch noch looten? Nee. Also. Okay, willst du laufen? Soll ich gucken? Ja. Schau. Nichts. Go. Sind wir richtig? Ja, oben links gehen wir raus. Oh, okay, doch. Okay. Keiner mehr? Keinen gesehen.
meine, jetzt natürlich, sind die gestorben? Haben sich die bekämpft? Oder sind die rausgelaufen? Die beiden wollten auf jeden Fall das Bounty. Ja, das war. Ja. Boy, warte mal. Ja, eine Hive können wir nicht mehr machen. Ich hab keinen Silencer. Ich hab Angst, dass. Ja, wir haben halt keinen Silencer. Ja. Nichts. Ja, okay, okay. Die warten bei den Ausgängen vielleicht, aber sie, glaube ich, warten sicher nicht unten. Ja, wenn werden sie. Genau, dann würde ich sagen, warten sie unten. Da ist ein ein Wassermonster drin. Ja, ja. Links auch. Vorne auch, vor uns auch, vor uns auch, vor uns auch. Am Fluss lang, vielleicht kommt eine Brücke. Was heißt verseucht? Ich meine, das muss werden. Ich meine, dann hat sich's ja wirklich bezahlt gemacht, ja, die Scheiße. Wahnsinn. Nicht, ja. Ja, schaffen wir. Ja. Wow, ey, wie lange die jetzt auch wirklich ausgeharrt haben, ne? Ja, die wollten das Bounty und ich glaube, sie dachten, du bist alleine. Ja, und deswegen haben sie sich so, aber sie haben sich so langsam... Also einmal wollte er meine Bärenfalle entschärfen, da habe ich versucht ihm, also ich konnte nur seinen Arm sehen, da habe ich dann versucht, auf seinen Arm zu schießen, das hat nicht geklappt. Dann sind sie natürlich von der Treppe zur anderen gelaufen, dann hast du den einen erschossen und dann kam der andere wieder bei meiner Treppe hoch. Sozusagen. Hat er aber nicht viel, ich habe ihn einen Schuss gegeben, er war tot. Nein. Dann haben wir das einem guten Treffer gegeben. Ja, entweder so oder ich dachte mir, du hast den halt auch. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Okay, dann hat er. Ich glaube, er hatte nicht viel Leben auch. Und vielleicht einer wurde ja auch draußen angegriffen, bevor sie reinkamen. Die haben ja Damage durch Zombies Hunden, oder so bekommen. Ja, okay. Okay. Na gut. Aber das ist noch nicht vorbei, ja? Man weiß es nicht. Ja, aber der Kampf, den haben wir geschafft. Der Kampf war. Der war gut, der war gut. Wie viele Sekunden noch? Du bist für die Jahresanik, ne? Wo? Oh, da, hallo. Madman hinter mir. Renn. Alles gut, alles gut. Danke, Mann. Hat er die Stachelfallen oben bei der beim Dach gelegt? Das ja, der Dachausgang war zu und unten dieser Gitterausgang war auch zu. Okay, okay. Ja, kann ich das verstehen? War das smart? Naja, er dachte halt, wenn du alleine bist, dass sie dich kann da oben einsperren wollten. Ja. So, dass du gar nicht abhauen kannst. Wenn sie unten die Treppe hochkommen, du konntest ja nur drinnen bleiben. Also ich hätte gerne die Konversation mit denen gehört, mit diesen... Vielleicht haben sie sogar gesagt, scheiße, das sind zwei, weißt du, was ich meine? Als ich das andere Bounty aufgehoben habe, ist der eine rausgerannt. Ja. Ja, ja, genau. Das ist aber auch smart, wie lange wir sie gebaitet haben mit diesem einen Bounty. Ja, noch ist nicht vorbei. Was ist mit den anderen beiden passiert? Ja. Eine Sekunde habe ich noch. Die waren weit weg. Die waren weit weg. Warte, noch nicht. Setz es ein, wenn wir dort sind. Setz es ein, wenn wir im Ausgang sind. Vielleicht haben sie sich ja gedacht, ja, okay, wir gehen da jetzt nicht hin. Wir warten einfach bei den Ausgang. Wir können immer noch raus. Warten wir bis... Wir sehen ja, dass das Bounty immer noch da ist. Könnte sein, dass sie so denken. Jetzt, wo bist du, Dalo? Renn zum Ausgang, Westen. Ja, okay, okay. Wo bleibt der Wurm? Ist schon noch Ausgang bei dir? Ja, bin gleich da. Boah. Keiner da. Hast du letzte Sekunde jetzt gemacht? Okay. Also. Er ist abgeschossen. Eine Hive, die stand direkt am Karren. Okay. Also ich will nochmal die Waffe testen. Halt mal gedrückt. Ja, halt mal gedrückt. Ne, dann gar nichts. Ich weiß, du musst irgendwie. Nein, die schießt tak. Du schießt mit der Hand. Also, okay. Eigentlich. So, ich weiß vielleicht nicht, wie es geht. Ja, muss man testen. Deswegen meine ich ja, schieß mal. Ja, na gut, den Einschuss hat gereicht. Ne?
Puh. Wow. Wir haben es überlebt. Ich meine, ja. Ich mein, weißt du, das Ding ist so, das Ende war jetzt so schnell. Ich meine, du hattest mehr Action gleich eingekillt, du hattest den anderen. Aber das Ende war jetzt so schnell, dass ich gar nicht so dieser Auftakt und das Ende, zack, vorbei. Und man denkt sich, what? Weißt du, was ich meine? Ja, aber guck mal, du wolltest irgendwann vorher, warst du ungeduldig geworden. So, aber es hat sich für uns gelohnt zu warten. So, ja, die wurden zuerst ungeduldig. Ich wollte nicht jetzt rausgehen und du hast gesagt, komm zurück. Sondern mir hat es echt schon sehr lange gedauert. Ja, das war halt wirklich mittlerweile, dachte ich so, shit, was machen wir hier? Ja? So, aber okay, wie viele Leute haben wir gekillt? Wir müssten ja nur... Halbs, drei, ich will trotzdem sehen. Zwei oder nicht mehr. What, one? Monsters killed 14? Hunters killed 4? Nein. Am Anfang, wo wir die immer mal angeschossen haben, die wurden ja aufgehoben. Unsere ersten Gegner. Da war ich mir ja ziemlich sicher, hinter dem... Wir hatten ja schon einen Kampf vorher gehabt. Hinter diesem riesen Holzstapel. Ja, genau. Ja, der war ja mal down. Kill. Nee, der war down, wurde aufgehoben. Das zählt als Kill. Waren das dieselben? Nein. Das waren die, die ich irgendwann mal im Süden immer beschossen habe, die dann irgendwann weg waren, die es nicht mehr gab. Ah, die sind, glaubst du, die weggelaufen? Das kann sein. Oder das Team, was wir als letztes gekillt haben, hat die gekillt. Und weißt du, was ich jetzt mache, die Tage? Ich schreibe die Dudes an und frage sie, warum sie nicht machen. Wie willst du das machen? Ja, es gibt doch sicher irgendeine Kontaktmail auf Crytek, whatever, ja. Aber ich will einfach nur mal den Vorschlag droppen. Ohne, dass ich mir jetzt was einbilde, aber ich sage einfach, wir spielen sehr viel Hand und anders auf YouTube hoch. Aber ich würde einfach nur gerne, vielleicht sind sie auch gar nicht auf die Idee gekommen, so das zu zeigen, wie die Leute gelaufen sind. So, weil das wäre ja wirklich so interessant. So, also, aber erstmal, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Ich weiß, es ist harter Tobak, ja, aber für die Hand, Leute, glaube ich, das macht Hand halt aus. Wenn ihr Handvideos sehen wollt, dann ist das Hand. Ja. Gerne ein Like da lassen. Beim Mumpfer Beischer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Püsel, habe ich lieb. Tschüss.